Wir vergessen so oft, dass es Menschen gibt, die ein schreckliches Leben führen. Die Zurückgebliebenen. Die, die am Rand der Straße stehen und im Zug der Wohlhabenden mit ihren dreckigen Taschentüchern hinterher winken. Das nehme ich nicht in Kauf. Deshalb gebe ich jeden Sonntag Schwimmkurse. Für Flüchtlinge. Für den Fall, dass sie wieder zurück müssen und die ganze Tour nochmal auf sich nehmen. Versteh mich nicht falsch, ich will, dass die hier bleiben. Aber wenn es nicht anders geht, dann sollen sie auf jeden Fall vorbereitet sein. Deshalb treffen wir uns jeden Sonntag auf der Enns und dann wird trainiert. Meistens sind die körperlich topfit, ne? Also manche von denen, die haben sogar richtige Sixpacks. Fehlt einfach nur das Wissen und die Technik. Also arbeiten wir uns dann durch die ganze Palette. Brust, Kraul, Rücken, Tauchen, Rettungsschwimmen, kleinere Manöver mit dem Schlauchboot. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Und ich kläre sie zusätzlich über die versteckten Gefahren einer Überfahrt auf. Sonnenbrand zum Beispiel. Kann ja langfristig unglaublich gefährlich werden. Hautkrebs. Boah, Mann. Für mich gehört deswegen eine Tube Lichtschutzfaktor 50 in jedes Refugee Starter Set. Genauso wie Mückenspray und Hansaplast. Ja, diese Bootsfahrten, die haben es echt in sich. Auch wenn ich verstehe, dass es die klimafreundlichere Art zu reisen ist. Ich habe vor 5 Jahren einen Sorgerechtsstreit verloren. Mein Anwalt meinte, die Chancen, das anzufechten, stehen besser, wenn ich eine Frau habe. Ja, deswegen bin ich jetzt auf der Suche. Ich bin nicht wählerisch oder so. Ey, jetzt gut, hier so eine ganz fette vielleicht nicht, ne? Ja, ich selbst bin aber auch nicht gerade Johnny Depp. Ja, es kostet eben Zeit. Fotos machen, ein geiles Selfie vor dem Auto oder mit dem Wald. Kommt immer ganz gut, so habe ich das Gefühl. Manchmal gehe ich auch angeln. Das mag meine Tochter also, wenn es nicht so kalt ist. Sie sitzt in ihrem Rollstuhl neben mir und fängt immer an zu lachen, wenn ich was aus dem Wasser ziehe und der Fisch auf dem Boden zappelt. Finde sie lustig, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil der Fisch keine Beine hat, so wie sie. Ich kümmere mich um sie, ich ziehe sie an, ich wasche sie, ich mache den Dreck weg. Ich weiß, dass sie ihren Papi liebt. Aber wenn sie nicht da ist, Alter, dann geht's ab. Jo, saufen und kegeln mit den Jungs. Also letztens haben wir die Jungs vom FC Wallenstein, die haben wir richtig fertig gemacht. Und einmal, da hat der Tobi, das ist mein ältester Freund, da hat er den Fernseher abgerissen und direkt auf die Bahn geworfen. Jo. Das war echt lustig. Ja. Hat ihn Unmengen gekostet, aber das war's wert. Weißt du, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gebaut. Dieses Mal nicht mehr. Nee, Mann. Ich bin erwachsen geworden. Ich will meine Tochter zurück. Ich gehe gerne in die Bibliothek und leihe mir Bücher aus. Ich zahle einmal 15 Euro im Jahr und kann mir so viele Bücher ausleihen, wie ich will. Echt, so viel ich will. Das ist echt ein super Trick. Nein, aber seit Weihnachten lese ich nur noch Fachliteratur. Was ist was? Die sind echt voll spannend und cool. Hier, ich habe zufällig gerade eins in meinem Rucksack dabei. Elektrizität. Sie fragen sich vielleicht, was hat das mit der Schauspielerei zu tun? Vielleicht kommen Sie darauf, wenn ich Ihnen meine beiden anderen Favoriten nenne. Energie und Naturgewalten. Ich denke permanent an das Theater. Mein Wohnzimmer ist so eingerichtet, dass ich üben kann. Nachmittags zwischen 2 Proben schalte ich auf Phoenix ein, wegen den Tierfilmen. Dann mache ich mir eine kleine Tierstudie. Nora als Flamingo, Ödipus als Puma und meine beste Erfindung, Arturo Ui als Waschbär. Ja, die sehen harmlos aus, können aber unglaublich brutal sein. Ja, und natürlich spreche ich mich jeden Tag ein. Steht ein Würmchen mit einem Schirmchen auf einem Würmchen. Francesco, bleib ruhig. Steht ein Würmchen mit einem Schirmchen auf einem Schirmchen, wird das Würmchen von dem Schirmchen mit dem Schirmchen. Meine Stimme ist mein Kapital. Manchmal spreche ich mich sogar vom ins Bett gehen ein. Mir wurde nämlich schon mal gesagt, dass ich im Schlaf rede. Ja, so ist mein Leben. Ich bin ein Bühnenmensch. 24 Stunden am Tag. So. Tschüss. Falscher Knopf. Dann warten wir eben. Hallo? Aufmachen. Danke. Tschüss. Ich kann mir das streng genommen nicht leisten, nicht im Theater zu sein.
Also, ich weiß, ich bin nur ein kleines Zahnrädchen, aber ich bin eben das unterste Zahnrädchen und die ganze Theatermaschine bricht ja zusammen, wenn ich mich mal nicht drehe. Ich darf keinen Rost ansetzen. Ich darf nicht brechen. Und ich habe in der Austro-Woche mal gelesen, dass ich mir als Fisch mehr Pausen nehmen soll. Und deshalb bin ich einmal schon um 22.15 Uhr aus dem Theater gegangen. Puh. Ja, aber diese Stadt, das sieht alles ganz anders aus, wenn die Ampeln noch angeschaltet sind. Und wenn der Subway noch auf hat und hier und dort sieht man sogar Menschen. Diese fremden Gesichter und das ganze Licht überall. Ich meine, das kenne ich ja eigentlich nur von der Beleuchtungsprobe so. Naja. Das Ergebnis war, dass ich mich ganz schlimm verlaufen habe und erst um 16:30 Uhr in der Früh zu Hause war. Die gerechte Strafe nehme ich an. Und für mich war das ein ganz klares Zeichen, dass ich nie mehr ohne Kopfkissen und Decke ins Theater gehe. In meinem Büro schlafe ich total gut. Ja, und wenn nachts die Heizung abgestellt wird, dann schalte ich den Kopierer an und schiebe ihn neben mein Sofa. Ich mag das total, was der für Geräusche macht. Postdramatisch FM. Und je nachdem, wie ich mich fühle, lege ich dann das eine Stück ein oder das andere. Weil jeder Text klingt anders. Nicht nur beim Lesen oder Spielen, sondern auch beim Kopieren. Wenn ich sterbe, möchte ich auch mal ein Stück werden. Ich bin nie nicht im Theater. Das Theater ist immer in mir. Und ich bin immer im Theater. Alles, was ich sehe, höre, atme und aufnehme, tue ich fürs Theater. Ich existiere gar nicht. Ich fange erst an zu leben, wenn der Pförtner auf seinen Knopf gedrückt hat. Ich hasse diese Zeit zwischen 14 und 18 Uhr. Ich kann auch dieses schwachsinnige Gerede um Ruhezeiten nicht ausstehen. Ich brauche keine Ruhezeiten. Und ich brauche auch keine Sonntage. Wenn du stirbst, dann ist für immer Sonntag. Ich habe 2 Jahre nicht gespielt. Ich habe 2 Jahre auf dem Bett gesessen, geatmet und die Wand angestarrt. Sonst nichts. Irgendwann habe ich angefangen, Tiergeräusche nachzumachen. Ich habe Wasser vom Waschbecken in die Dusche getragen. Einfach so, ohne Grund. Wasser in die Hände und dann in die Dusche reintragen. Teilweise die ganze Nacht. Mit sowas habe ich mich beschäftigt. Wahrscheinlich bleibe ich deshalb in der Pause immer lieber im Theater. Ich will nicht zurück in diese Zeit. Natürlich bin ich nicht glücklich. Aber es ist besser als vorher. Manchmal gehe ich im Theater spazieren. Die Katakomben hier sind fast 2 Kilometer lang. Verschwenden wir hier alle unsere Zeit? Keine Ahnung. Niemand weiß, wo das, was wir machen, hinführt. Thank you.